Listen to me now. Wie jeder Motorradfahrer verlieren auch die Fahrer der Motorradstreifen der Polizei ein wenig an Gefühl für ihre Maschinen über den Winter. Daher ist es für die weißen Mäuse wichtig, ihre Räder wieder unter volle Kontrolle zu bekommen. Dazu dient das verpflichtende zweitägige Fahrtraining vor der Saison. Das Ziel dabei ist, sich wieder an das Motorrad zu gewöhnen und ihr Können zu perfektionieren. Diesmal fängt das Training in der Börstenkaserne in Zwölfachsing in Niederösterreich statt. Der Grund war, dass es dort einen größeren Übungsplatz gibt. Die Landespolizeidirektion Burgenland rät daher jedem Motorradfahrer, vor der Saison ein entsprechendes Warm-up-Training zu absolvieren. Wie jedes Jahr, heuer ist wieder die große Motorradübung. Warum macht ihr das und wieso seid ihr heute nicht in Burgenland? Alle Jahre führt die Verkehrsabteilung Burgenland mit den Motorradfahrern eine spezielle Ausbildung vor der Motorradsaison durch. Heute sind wir in der Bundesheerkaserne in Zwölfachsing. Wir haben eine Kooperation mit dem Bundesheer geschlossen, weil sich hier ideale Verhältnisse für uns bieten, dass wir unser Training hier durchführen können. Ein sehr großes Gelände, wir können unsere Parcours aufbauen, so wie es für uns notwendig ist, und wir werden nicht gestört. Und das intensive Training hier, das kommt uns die ganze Saison dann zugute. Und welche Übungen werden durchgeführt? Also wir haben einen Theorieteil bei unserer Ausbildung dabei. Da wird einmal in der Theorie alles besprochen, was wichtig ist, Bremstechnik, Blicktechnik. Aber ganz wichtig ist auch, dass wir das dann in der Praxis hier vor Ort üben. Und der Parcours ist dementsprechend aufgebaut, dass wir die Kurventechnik, Blicktechnik, Bremstechnik hier üben können. Welche Empfehlungen können Sie da weitergeben? Also wir haben die Empfehlung an alle Motorradfahrerinnen und Motorradfahrern, wir wollen als gutes Beispiel vorangehen. Das heißt, wenn sich die Polizei auf die Motorradsaison vorbereitet, dann sollen das auch alle anderen auch tun. Wir wollen ein gutes Beispiel sein, weil es ist zu wenig, wenn das Motorrad nach der Wintersaison tiptop picobello vorbereitet ist. Es muss sich auch der Fahrer und die Fahrerin vorbereiten auf die Saison. Und das ist ganz, ganz wichtig. Das heißt, man muss sich an das Gerät wieder gewöhnen, man muss sich an die Bewegungen gewöhnen, und das machen wir heute. Und für alle Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer können wir auch diesen Tipp nur weitergeben. Sich intensiv auf die Saison vorbereiten, das heißt einerseits, es muss auch die Kondition stimmen. Zu wenig Kondition bei langen Ausfahrten bewirkt, dass die Konzentration nachlässt, und mangelnde Konzentration kann sehr oft fatale Folgen haben.